vertreten mit Ingo Pütz, der ja die Firma von seinem Onkel Dieter Pütz übernommen hat. Auch schon einige Jahre her, der 2007 wurde dieses Unternehmen ja gegründet. Und das kann man aus der Normalfälle für die junge sympathische Führung hier an der Fahrzeugstelle unterwegs sein wird, und damit mit 480 PS in das Feld blickt jetzt langsam aber sicher auf die Stadt und sieht gerade auf. Dann schaut man natürlich noch einmal auf die rot geschaltete Startampel und wir sehen mit der 8 große Bild in unserem Livestream die Mannschaft rund um Peter Schleifer. Wir sehen das Einzelfahrzeug von Mücke, BWT Mücke Motorsport Classic, aber vorne fehlt uns irgendwie momentan hier beim Bürgerbeschleunigen auf dem Nordschleifenrunde. Da ging sein Einsatzfahrzeug in Flammen auf. Gott sei Dank ist schon aus dem letzten Fahrzeug und hier dann nichts geschehen. Aber nachdem ich dann schon die Bilder des Hockenheim-Historie, das Team lag die Weibel im Livestream, sponsert bei Bosch. Und er versucht natürlich hier wegzukommen. Allerdings eben
Der nächste Porsche mit Justin, der nächste geht an sechster Position liegen, sehr souverän auf der sechsten Position.